gestern Itzehoe Comeback gegeben. Was machen die Knochen am Tag danach? Gut, also erstaunlich gut. Ich bin heute ohne Probleme aus dem Bett gekommen. Das hat mich ein bisschen verwundert. So, das erste Mal 90 Minuten nach 6 Monaten. Aber gut, war jetzt auch nicht so das intensive Spiel. War eher gute Gelegenheit, um reinzukommen. Dennoch in Itzehoe, wo ich ein paar Jahre gespielt habe. Insofern viele, viele bekannte Gesichter getroffen. War ein schöner Abend. Bist ein alter Hase. Er hat es trotzdem ein bisschen gekribbelt, nach der langen Zeit wieder aufzulaufen? Ja, schon, auf jeden Fall. Also war schon, auch wenn es nur ein Testspiel war, aber ich habe mich unheimlich gefreut, mal wieder ein Trikot anziehen zu dürfen. Musste natürlich auch den einen oder anderen Spruch kassieren, war ja klar. Der lautete ungefähr? Warum ich ein Trikot anhabe. Ob ich bei Junge bin, als ich ein Leibchen anhatte und so weiter und so fort. Aber das wird der Sportdirektor sicherlich noch an und da ein paar Abmahnungen verteilen. Ach nee, die Sprüche kamen ja von ihm. Geht ja gar nicht. Ja? Naja, okay. War toll und war natürlich auch gut für mich, mal wieder mit den Jungs auf dem Platz zu stehen. Keine 120 Sekunden hat es gedauert. Ja. Und der Ball? Da hat es schon gescheppert, ne? Ja. Ist wie Fahrradfahren. Verlernt man nicht, ne? Insofern, war natürlich ein richtig, richtig guter Einstand. Aus 20 Metern Torwarttunnel passiert mir auch nicht so oft, aber ich habe es geschafft. Insofern war es ganz gut und auch so vom Spiel her, glaube ich, war das richtig, richtig ordentlich, was wir da gezeigt haben. Wie geht's für dich jetzt, weil jetzt den ersten Test, den Härtetest bestanden? Sandhausen schon eine Option oder ist das wirklich, wie Roland auch vor dem Fürth-Paderborn-Spiel sagte, eher Richtung Kaiserslautern erst was? Ja, wird man sehen. Also ich habe keine Ideen, was der Trainerstab plant. Ich habe mit Roland auch offen darüber gesprochen. Also ich werde jetzt keine Ansprüche stellen, sondern ich freue mich, wenn ich irgendwann wieder dabei bin. Wenn es gegen Sandhausen ist, ist es super. Wenn es gegen Lautern ist, ist es auch toll. Also ich glaube, Freitagabend gegen Lautern sein richtiges Comeback zu feiern, hat natürlich auch was. Insofern hoffe ich auf jeden Fall, dass ich irgendwann die Gelegenheit bekomme, auch nochmal um Punkte auf dem Platz zu stehen. Aber ich bin sicher, dass das in den nächsten Spieltagen irgendwann der Fall sein wird.